der Maschkara-Versammlung kurz nach Neujahr regieren in Dorf wieder die Narren. Bürgermeister Heinz Gruntner übergab bei der Intronisation den symbolischen Schlüssel an das Prinzenpaar Adelheid und Thomas. So richtig krachen ließen es die Künstler im zweiten Teil des Abends. Mit der bayerischen CSU bei der Landtagswahl war Nachwuchskabarettist Martin Probst nicht ganz zufrieden. Ja, der Beckstein und der Huber, die zwei Witzfiguren, nicht schlechthin. Nach einer Wahlkampfveranstaltung sind die zwei zum Wirt gegangen, sagt der Beckstein zum Wirt. Herr Wirt, zwei halbe. Der Wirt, ja, das sind die und was möchtest du drinnen? Da ist der Dorfens Bürgermeister Heinz Gruntner schon was anderes. Der ist eine Persönlichkeit, weil er in vielen Sachen Experte ist. Ja, er ist Experte für Rhetorik. Er redet und redet und sagt nichts. Dazu hat er bei einem Meditationskurs Erleuchtung erlangt. Ich weiß jetzt zum Beispiel, warum so viele Rentner verschwinden in die Internet. Weil sie immer die Tasten Alt, Entfernen gleichzeitig drücken. Oder was passiert, wenn man wirft eine Handgranate in den Mobbykeller eines Fischemanns? Ja, das Chaos bleibt das gleiche, aber das dumme Gelabere hört auf. Musikalisch ging es mit dem Volksmusiksternchen Stefanie Jodel weiter. Die Schule endet aus, in den Kinderwohnhaus und der kleine Hans rennt die hinterher, packt die Wahnsinn ein, nimmt das Heimschuster, dann macht sie aus dem Stolz. Als Parodie auf das königlich-bayerische Amtsgericht wurde ein stummer Musiker verhandelt. Noch seltsamer, was heutzutage alles in Mülltonnen steckt. Beim Turmgespräch bekam auch Michael Oberhofer sein Fett weg. Der Knoll? Nein. Und der ist ja nicht so klar. Auch ein Double des Mini-TV stand auf der Bühne. Den tänzerischen Höhepunkt boten die Dance Teams, da die Jumping Jacks wegen eines Unfalls beim Gardetreffen am Sonntag nicht auftraten. Der Abschluss wurde mit der Nahenhymne von Josef Martin Bauer zelebriert. Und Prinzessin Adelheid durfte dem Dorfener Stadtoberhaupt noch einen Tanz schenken. Von Show und tollen tänzerischen Leistungen war das Gardetreffen der KG Dorfen am Sonntag geprägt. Die Gäste aus ganz Oberbayern boten zusammen mit den Dorfner Garden ein glänzendes Programm. Das ließ sich auch das jüngste KG-Mitglied Magdalena Feckel nicht nehmen. Sie sammelte in Begleitung von Vereinspräsidentin Barbara Ratajak im Alter von 4 Monaten die ersten Faschingserfahrungen. Einen traurigen Höhepunkt fand das Gardetreffen beim Auftritt der Jumping Jacks. Stefanie Viereckel stürzte von einer Hebefigur herunter, doch es ging zum Glück glimpflich aus. Wir wünschen ihr eine gute Besserung.